Willkommen zurück. Gestern Samstag hatte ich absolut keine Lust und deswegen setze ich mich heute am Sonntag hin und mache mein Wochenfilmchen. Und ich will mich jetzt mal um das Vorderrad kümmern, beziehungsweise Vorderrad ausbauen. Und da sind ja so verschiedene Sachen noch in Ordnung zu bringen. Der Lampenhalter muss noch gemacht werden, also muss ich die Standrohre ziehen. Und was mir jetzt mal aufgefallen ist, was ich so bei den Fahrzeugen, die ich bisher gemacht habe, nie entdeckt habe, beziehungsweise habe ich auch noch nirgendwo anders gesehen, das ist dieser verstellbare Bremssattel. Sehr bemerkenswert. Hier oben drauf ist eine Feder. Ich nehme mal eben die Kamera und halte mal eben drauf. So, hier haben wir also den Bremssattel. Er ist ein bisschen angegammelt. Ist ja auch kein Wunder. Aber sehr bemerkenswert ist diese Feder hier vorne. Und ich habe ehrlicherweise mir noch nie Gedanken darum gemacht, wie so eine Bremse vorne an der 500er aussieht. Und da ist mir als allererstes mal diese Feder aufgefallen, die aus irgendeinem Grund da oben montiert wurde. Ja, war mir jetzt so nicht klar. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie dazu dient, um den Seitenausgleich herzustellen. Das hieß ja also nichts anderes. Hier haben wir also eine relativ lose Verbindung. Dann muss ja auf der anderen Seite ein Scharnier sein. Und genau so ist das auch. Ups, ich muss mich mal gerade hier hinknien. Auf der anderen Seite ist das auch so. Hier ist ein Scharnier. Und was also diese Bewegung möglich macht. Und das schauen wir uns jetzt mal im Detail an, indem ich das Vorderrad mal ausbaue. So, genau so ist das. Ich werde jetzt als erstes mal das Vorderrad frei machen. Das heißt, ich muss die Bühne mal eben anheben. Ich habe das Motorrad ja aufgehängt, gerade in die Autobühne, die ich hier oben drüber habe. Das heißt, ich muss jetzt als erstes mal die Bühne frei machen. Einen Moment. So, den Sicherungsbolzen ziehen. Und dann fahre ich mal das Motorrad die Bühne unter dem Motorrad weg und dann habe ich nach vorne hin Platz und kann mich hier austoben, hoffe ich mal zumindest. So, das müsste eigentlich reichen. Jetzt fahre ich das mal zur Seite. Ich hoffe, man konnte das sehen. Ja, war nicht so wirklich gut, aber wir nehmen es mal so hin. Also als erstes mache ich mal hier unten die Klammern los und dann schauen wir mal, wie mir das Vorderrad in die Hände fällt. Genau. So, jetzt muss ich hier den Tachozug noch entfernen, die Tachowelle noch entfernen. Ja, dachte ich mal zumindest. Oh, wei, 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 da muss ich mal mit dem Schlagschrauber dran. Die ist ja bombenfest. Ja, die blöde Kreuzschlitzschraube war wirklich richtig fest. Da musste ich mit dem Schlagschrauber dran, bevor ich nachher die Schraube vernudel und nichts geht mehr. Jetzt will ich mal hoffen, dass ich das Ding hier rauskriege, ohne mir die Finger zu brechen. Ja, geht sogar am Bremssattel vorbei. Dann ist die uralte Pelle jetzt auch mal raus. So, jetzt zeige ich euch mal, wie das aussieht hier. Sehr interessant. Ich dachte gerade, ich hätte eine Flüssigkeit an den Fingern. Bremsflüssigkeit oder sonst irgendwas, was hier unten so rauskommt. Da ist ein bisschen Feuchtigkeit. Aber entweder die Schrauben waren eingeschmiert oder meine Gabel ist undicht. Aber das sieht mir mal nicht nach Gabelöl aus.
Das ist eher so ein Fettgematsche, kann man hier so sehen. Naja, ich werde es ja sehen, wenn ich die Faltenbälge abmache, ob das undicht ist oder nicht. Ist also wirklich sehr interessant, muss man sagen. Also hier ist diese Gelenkstelle und der Bremssattel mit dem Träger hier hat also die Möglichkeit, sich in diese Richtung zu bewegen. Sehr interessant, hatte ich vorher auch noch nicht so auf dem Schirm. Aber das ist ja scheinbar eine uralte Honda-Technik und wer weiß, wer das vorher auch schon so gebaut hat. Aber ich fand es sehr interessant. Hier unten ist noch so ein kleines Schutzblech, damit die Brühe hinten nicht hochfliegt, wenn man durch den Regen fährt. Aber das baue ich jetzt mal auseinander. Ich mache jetzt mal Schutzblech ab und so weiter. Und dann werde ich das mal zerlegen. Ich gehe mal davon aus, dass das hier auch nachher geschmiert sein muss. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt noch so funktioniert. Und die Feder entlasten auf dieser Seite hier. Erstaunlich auch diese starre Bremsleitung. Die geht bis hier hinten hin. Und auf der anderen Seite geht sie dann halt eben in eine flexible über. Das gibt es ja heute gar nicht mehr. Also zumindest nicht, dass ich es wüsste. Ja gut, okay. Ich baue das jetzt mal so auseinander. Unglaublich, wie fest die Dinger sind. Die eine mal erst. Mein alter Meister hat immer gesagt, immer die schwierigen Schrauben zuerst. Und da hat er wirklich recht, ist keine Frage. Die einfachen Schrauben, wo man wirklich einfach drankommt, die hat man am Ende auch schnell gelöst. Aber bei den schwierigen, wenn du die anderen alle lose hast, dann die schwierige rauszumachen, dann wackelt in der Regel alles schon hin und her. So, Schutzblech. Na, haben wir noch irgendwo eine? Hallo? Nö. Dann will ich mal gucken, ob das geht. Ach, das hat sich ein bisschen hier am Bremssattel verklebt, verklemmt. Ach du, hier ist auch noch ein Bremsschlauch. So, jetzt muss aber doch irgendwas passieren. Nicht nach vorne, nicht nach hinten. Doch, nach hinten. Ach, hier sind auch noch ein paar Schrauben dran, die hätte ich lösen können. Das mache ich bei der Wiedermontage auch. Ja, das ist noch richtig, richtig schweres Zeug.
So, was sagt unser Bremssattel? Hier ist alles lose, hier ist eine Feder. Hier oben die zwei Schrauben sind schon los. Hier ist noch eine. Und damit löse ich auch gleich hier dieses kleine Schutzblech oder Schutzplastik. Spritzschutz, wie auch immer. Ja, den mache ich mal los. Da muss ich eine andere Nuss zu haben. Wahrscheinlich 12. Wirklich sehr interessant. Also hier nochmal, hier ist die Feder, die sorgt also dafür, dass man hier einen Seitenausgleich hat. Hier oben ist dieses Scharnier, das baue ich jetzt auch mal auseinander. Wie ich das nachher einstellen muss, weiß ich auch nicht, aber das wird wahrscheinlich genau mit der Scheibe fluchten müssen. Und dann war es das schon. Das wird sicher kein Hexenwerk sein. Das geht mal noch nicht. Oh, da ist Gewinde drin. Wahrscheinlich drehe ich das hinten mal mit dem Schraubenzieher raus. Ah ja, dann ist das auch die Einstellmöglichkeit. Ja, dann muss man durch die Felge durch. Ja, okay, durch die Felge durch. Und kann dann hier das einstellen. Ich mache mal hier noch eine Markierung dran. Ich mache auch mal eben mit dem Handy ein Foto, damit ich weiß, so ungefähr, wie weit das draußen war. So. Die Feder ist schon ziemlich komprimiert, also da ist nicht mehr viel Möglichkeiten nach innen zu drehen oder die zusammenzudrücken, sondern das geht alles in die andere Richtung. Erstaunlich. Ich will ja das Standrohr rausmachen, weil ich das einerseits ein bisschen sauber machen möchte und weil ich hier oben die Lampenhalter erneuern möchte. Da habe ich ein paar gebrauchte andere bekommen. Hier auf dieser Seite ist ja alles so ziemlich zerdeppert. Und daher baue ich das jetzt mal so auseinander. Okay. Das war's schon mal. Mal eben gucken, wie es hier drunter aussieht. Oh, da hat aber jede Menge Fett drauf getan. Ah, da kommt man natürlich auch sehr schlecht dran, um hier also auch einen Rost zu verhindern. Das sieht man, geht bis oben hin. Hat man das hier mit Fett aufgefüllt. Auch eine Technik, um das vor Rost zu schützen hier. Mal gucken, ob das hier auch passiert ist. Ja, einfach dickes Fett drauf. Ja, die neigen natürlich, wenn die hier immer in der Feuchtigkeit sind, neigen die natürlich auch zum Rosten hier drin. Und wenn man dann mal das aufmacht, dann hat man natürlich eine böse Überraschung, wenn die Standrohre im Eimer sind. Ja. Hat natürlich zur Folge, dass sie richtig gut aussehen. Das ist clever gemacht, das muss man sagen. Jetzt ziehe ich mal dieses Standrohr. Ich weiß nicht, was hier noch alles dranhängt. Vielleicht nur die Klammer hier. Ich muss die Lampe mal noch lösen, damit ich den Halter rauskriege. Und dann werde ich hier einfach mal ein bisschen schick sauber machen, denn so wie das hier aussieht, kann ich das natürlich auch nicht lassen. Hier ist ein Aufkleber drauf von der Fertigung oder was. 37 steht da drauf, 37 mm Standrohrdurchmesser wahrscheinlich. Ist ein bisschen dicker als ein Zahnstocher, so waren sie früher halt.
An der Bordeaux, wenn ich mich nicht irre, an den ersten Bordeaux, es war sogar 35. Aber ich bin mir nicht sicher, ihr könnt ja mal drunter schreiben. Ich glaube, das war 35 sogar. Und nachher die etwas neueren waren dann schon mit 37. Aber ihr könnt es ja mal drunter schreiben. Okay, jetzt mache ich mal die Lampe los und dann das Standrohr raus und dann gucken wir mal. So, dieses Teil will ich erneuern, beziehungsweise auf der anderen Seite, aber dann mache ich es hier auch gleich zumindest mal ab und sauber. Wenn da keine Beulen drin sind, muss die nachher mal genau miteinander vergleichen. Der andere ist ziemlich zerdeppert und deswegen mache ich den zumindest mal sauber. Okay, jetzt mache ich die untere Klemme los und dann wird mir das Ding hoffentlich in die Hände fallen. Mein lieber Mann, der Schätzchen ist aber fest gewesen. So, hier ist eine ganz schöne Mimik dran. So, dann nehmen wir das Kabel mal hier raus. Ja, hier kann man mal sehen, was passiert, wenn man kein Fett dran macht. Hier oben im Oberhalb, hier im Klemmbereich, da sieht das Ding so aus und unten drin so. Also es macht schon Sinn, was die hier veranstaltet haben, ist zwar eine riesen Ferkelei, aber trotz alledem, hier sieht man mal den Unterschied. Das ist natürlich ein Todesurteil für so ein Standrohr, wenn das untenrum so rostet, dann lieber so ein Schmirakel und halt eben auch so ein verschmierten Faltenbalg hier. Und wieder was gelernt. Da suppt sogar die Brühe hier unten raus. Müssen wir nur mal eben gucken, ob das auch nur Fett ist oder ob da auch schon Gabelöl bei ist. Na, das werde ich schon noch herausfinden. Wahrscheinlich einfach nur so drüber gesteckt hier. Aber jetzt mache ich eben mal den Blinker ab, den hätte ich besser vorher schon abgemacht. Aber oh, die mit ihren krummen Schlüsselgrößen hier. 18er. Holy moly. Ich wüsste nicht, wann ich den das letzte Mal gebraucht habe. Muss ich mal hier gegenhalten. Jetzt hoffentlich habe ich jetzt noch einen. Was habe ich eben nach einer 14er Nuss gesucht? Aber 18er Schlüssel habe ich zwei Stück, ist ja der Wahnsinn. Jetzt ist das hier 19. Unglaublich. Ah, dann muss ich das Kabel auch losmachen, sonst kriege ich das nicht hier durch. Naja, das wird kein großes Problem sein. Jawohl. Okay, jetzt muss ich doch mal hier in dieses Gemüse und gucken, wo die Zuleitung ist. Komm her, mein Freund. Oh, das Kabel ist auch beschädigt. Hier sehe ich gerade. Fühle ich zumindest. Ja.
Ja, dann kann ich es auch durchknippen. Muss ich sowieso neu machen. Und mach da keine Kabelisolierung drüber. Nur um das wieder abzudichten, dann mache ich es lieber neu. Komm heraus. Siehe unten, ah, da. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber ich kann es ja mal probieren. Hier ist also durchgescheuert. Wahrscheinlich an diesem Halter, der hier oben ist. Und das mache ich dann bei der Gelegenheit gleich neu. Zum Glück ist noch ein bisschen Fleisch hier, dann brauche ich die ganze Kiste nicht auseinanderzubauen. Naja, ist natürlich auch in die Jahre gekommen. Hier kann ich mal ein bisschen sauber machen, drüber polieren. Okay, so machen wir es. So, hier ist noch eine Kabelklemme, Kabelhalter. Ich sehe jetzt nichts mehr, was hier noch das Ding halten könnte. Okay. Mache jetzt noch ein Gummi drin. Ja. Das zentriert das so ein bisschen in der Mitte. Hier ist auch alles voll Fett. Hat natürlich hier oben nichts genützt, da hat man nichts dran gemacht. Das ist zum Glück nicht so tragisch. Ich wüsste nämlich jetzt auf Anhieb nicht, wo ich hier neue Standrohre herkriegen sollte, beziehungsweise die sind dann auch schweineteuer. Also hier kann man mal sehen, wie das von innen aussieht. Außen hui, innen fui. Also das werde ich natürlich nicht so lassen. Ich gucke jetzt erstmal, ob die neuen besser sind. Und soweit werde ich in jedem Fall mal eben Sandstrahlen von innen. Denn alles andere macht keinen Sinn. Dann kommt da ein bisschen Farbe drauf. Aber schauen wir erstmal, wie die anderen sind, die ich als Gebrauchte gekauft habe. So, hier sind also die Gebrauchten, die ich gekauft habe. Die sehen natürlich von innen erheblich besser aus. Ist auch ein bisschen sauber gemacht, klar, aber die sind lange nicht so rostig. Und die Gummis sind auch mit dabei. Dann ist scheinbar oben auch noch eins. Denn ich habe jetzt nur im Moment nur eins entdeckt. Vielleicht ist hier oben auch noch ein Gummi drüber. Aber gut, dass es dabei ist. Hier drin sieht natürlich auch schauderhaft aus. Aber das beunruhigt mich im Moment mal nicht. Aber dann brauche ich das auch nicht sauber zu machen, das andere. Ich mache das jetzt mal auseinander und halte das mal dran. Gummis sind noch dabei. Aber der Blinker fehlt mir hier. Haha. Ja, der passt überhaupt nicht. Ja, da muss ich mir was einfallen lassen. Kein Halter für den Blinker. So wären sie also im direkten Vergleich. Es ist hier noch eine Verstärkung hintergesetzt, um den Blinker aufnehmen zu können. Ja, muss ich mir mal das überlegen. Da bin ich schon wieder am Ende hier mit meinem Latein. Dieses Teil kann man umschrauben hier. Aber den Blinkerhalter ist natürlich übel jetzt. Ja, muss ich mal überlegen, was ich da mache. Also insgesamt unterscheiden sie sich noch an verschiedenen anderen Stellen. Da habe ich gerade bemerkt, auch in der Gesamtlänge kann man so sehen, da ist ein Unterschied. Und zwar ist dieser Teil hier unten, der wird
um diese Gabelbrücke drum gesteckt, so, und dieser endet oben drüber. Dann würde der auch passen. Also grundsätzlich könnte ich beide, beziehungsweise kann ich den anderen auch verwenden, aber ich weiß nicht, ob ich das möchte. Ich muss erstmal gucken, ob ich irgendwo gebrauchte andere bekomme. Auf dieses Detail muss ich ja natürlich mal auch achten, das habe ich vorher auch nicht gemacht. Jo, man lernt dazu. Irgendjemand wird sich darüber freuen, wenn ich sie weiterverkaufe. Der Bremssattel an sich ist ziemlich zerschlagen. Den werde ich noch mal ein bisschen aufbereiten. Der innere Bremsbelag, der ist ziemlich aufgebraucht. Der äußere ist fast vollständig erhalten. Das zeigt entweder, dass die Bremse sich nicht richtig bewegt hat, oder das liegt vielleicht in der Natur der Sache. Aber ich gehe mal davon aus, dass das daran liegt, weil das hier auch so sehr schwergängig war. Dann werden beide Bremsbeläge auch gleichmäßiger abgebraucht oder verschlissen. Die werde ich natürlich erneuern, das ist klar. Und das ein bisschen aufbereiten. So, jetzt mache ich mal die andere Seite. Wenn es geht. Genau, ist schon los. Das habe ich auch hier vergessen, den Blinker vorher zu lösen. Das war natürlich clever. Sehr komisch. Kriege ich gar nicht gehalten mit dem Schlüssel hier. Ja, also hier kann man sehen, das ist ganz schön zerdeppert. Hier auf dieser Seite ist auch ein Stecker dazwischen. Das ist natürlich schön, wenn er noch funktioniert. Jawohl. Da hat man ein Steckerchen zwischen gemacht. Das war natürlich eine clevere Überlegung. Ja, den mache ich auch ein bisschen sauber. Auf der anderen Seite ist mir also aufgefallen, dass diese Blinkerkappe hier schon extrem verschossen ist. Also da ist der ganze Weichmacher raus. Es scheint so, als wenn ich da mal ein bisschen dran drücke, dass ich den schon zerbrösel hier. Ich muss mal gucken, ob es sowas noch gibt. Aber das kann man schon sehen hier. Das ist schon ordentlich zerdeppert hier. So, dann ziehen wir das mal raus. Ja, der hat die gleiche Krankheit hier. Rost auf der ganzen Ebene. Zum Glück nur in dem Klemmbereich. Hier unten ist alles fit. Da bin ich schon froh, dass irgendjemand mal großzügig Fett drauf geschmissen hat. Hier ist keine Kabelklemme. Ja, da muss ich erstmal gucken, dass ich was Neues kriege. Aber ich bin froh, dass ich das abgemacht habe, denn hier muss man wirklich auch mal ein bisschen für Ordnung sorgen, ein bisschen mal sauber machen und so weiter. Und dann passt das schon. Eine Erklärung bin ich euch noch schuldig, und zwar ist das dieser Kupplungszug hier, den ich hier ausgebaut habe und erneuert habe. Hier kann man also mal sehen, wie zerfressen der war. Und man kriegt den Kupplungszug kaum rein und raus. Deswegen versuche ich den jetzt mal hier rauszuziehen. Vielleicht rieselt da auch was raus. Wer weiß. Nee, aber es geht extrem schwer. Möglicherweise ist hier die Außenumhüllung auch gequetscht, dass das aus dem Grunde nicht mehr geht. Also hier ist auch alles trocken, komplett trocken, sogar rostig.
den Rest kriege ich gar nicht da raus. Ist wahrscheinlich ein bisschen dicker vom Abknippen. Also das ist gut, dass ich den erneuert habe. Und der ist völlig für den Müll. Eins will ich euch gerade noch zeigen, und zwar ist das dieser Bremslichtschalter, dieser Mörderklopper, den man hier eingebaut hat. Ich denke mal, dass der auch übergangslos von irgendeinem Honda-Auto hier eingebaut wurde. Das ist so ein dickes Ding, wenn man bedenkt, wie groß oder wie klein die Mikroschalter sind, die man in den Jahren danach verarbeitet hat. Ist hier also richtig aus dem Vollen gearbeitet. Da ist der Verteiler, der nach unten geht, ob man jetzt ein oder zwei Scheiben hat. Das wird ja hier entschieden. Das heißt also, der Verteiler würde dann nach außen hin nochmal weitergehen. Da hat man so einen dicken Hund hier eingebaut. Die Mikroschalter, die man heute hat, sind allenfalls so groß wie diese Kabelhülle. Und als zweites zeige ich euch gerade nochmal, machen wir eben einen Blick nach oben. Und zwar ist diese Kappe vom Tacho bzw. vom Drehzahlmesser aber mal richtig durchgerostet. Das bröselt hier so richtig weg. Da muss ich auch mal, glaube ich, schauen, ob ich da einen Ersatz kriege. Vielleicht habe ich sogar noch einen von meiner alten 750er. Da habe ich auch mal einen zerstört, indem ich umgefallen bin. Bei mir hier vor der Haustür, und da habe ich mir so ein Ding mal kaputt gemacht. Und daher habe ich mir mal noch einen gekauft, den habe ich hier noch liegen. Naja, auf jeden Fall sieht der mal übel aus. Ich weiß nicht, wie die andere Seite aussieht. Ne, der hat diesen Rostbefall nicht, aber der hat eine Beule, damit kann der aber leben. Aber mit diesem Loch hier drin, das ist nicht so wirklich lustig. Okay, für diese Woche soll es das mal gewesen sein, und ihr wart dabei.